Also, heute ist der große Tag. Fahren zum König, König von Irland. Wir bringen ihm dieses Geschenk mit. Bis später. The Tory Adventure. Nach einer raschen Fahrt über Irlands raue Straßen erreichen wir rechtzeitig den Hafen von Maharoti. Die Fähre wartet schon auf uns, die uns in circa einer Stunde sicher nach Tory Island bringen soll. Auf Tory Island lebt Patsy Dan Rogers, der König der Insel, mit seinen 148 Untertanen. Er lässt es sich nicht nehmen, alle Gäste seines Reiches persönlich per Handschlag mit dem Gruß Forche Root willkommen zu heißen. Die Frauen bekommen sogar einen Kuss auf die Wange. König Patsy Dan freut sich über das von uns überreichte Geschenk der Cady Family. So, you're from Germany, yes. And my friend from Germany, yes. Yeah, Rila Forte, welcome, very welcome, yeah, and also, yeah, well, as a matter of fact, I wrote to my friends, and I'm hoping that they have received, my letter, yes, oh, I can, oh, good, yeah, I give them the go-ahead, you know. Wir begegnen dem König im Laufe des Tages noch mehrere Male auf seiner Insel, und stets werden wir fröhlich von ihm mit My friends from Germany vorgestellt. They're friends of a Cady family in Germany that composed a song about me. Wir haben nun einen Tag Zeit, diese liebliche Insel zu erkunden. Tory Island wird auch gerne als eine Künstlerinsel beschrieben. Viel gibt es hier zu malen, zu fotografieren oder in Gedichte zu fassen. Wir bestaunen das liebliche, pittoreske Westdorf, die gefährlichen, steilen Klippen und lauschen den bezaubernden Klängen der lokalen Bevölkerung beim traditionellen Sangeswettstreit. Zeit vergeht wie im Fluge, wenn man sich amüsiert, so sagt man. Gerade noch rechtzeitig erreichen wir die letzte Fähre zurück nach Irland, wie die Bewohner von Tory Island das circa 11 Kilometer entfernte Festland nennen. Wir werden diesen Tag noch lange in Erinnerung behalten. Man hätte diesen Tag auch so erleben können. Ist da noch einer vor uns? Wenn der Robin wüsste, was für Strapazen für ihn aufnehmen hier. Lieber Robin, wenn du das hier siehst, hättest du auch vorher sagen können. Wir sind noch nicht auf der Fähre. Aber wir sind ganz knapp dran. Nach einer raschen Fahrt über Irlands raue Straßen erreichen wir rechtzeitig den Hafen von Maharoti. Die Fähre wartet schon auf uns, die uns in circa einer Stunde sicher nach Tory Island bringen soll. Auf Tory Island lebt Patsy Dan Rogers, der König der Insel, mit seinen 148 Untertanen. Er lässt es sich nicht nehmen, alle Gäste seines Reiches persönlich per Handschlag mit dem Gruß Forche Root willkommen zu heißen. Die Frauen bekommen sogar einen Kuss auf die Wange. König Patsy Dan freut sich über das von uns überreichte Geschenk der Cady Family. Well, well. This is for you. My goodness, Lord. Hello, dear. Wir begegnen dem König im Laufe des Tages noch mehrere Male auf seiner Insel
und stets werden wir fröhlich von ihm mit My Friends from Germany vorgestellt. They're friends of a Keely family in Germany that composed a song about me. Wir haben nun einen Tag Zeit, diese liebliche Insel zu erkunden. Tory Island wird auch gerne als eine Künstlerinsel beschrieben. Viel gibt es hier zu malen, zu fotografieren oder in Gedichte zu fassen. Wir bestaunen das liebliche, pittoreske Westdorf, die gefährlichen, steilen Klippen und lauschen den bezaubernden Klängen der lokalen Bevölkerung beim traditionellen Sangeswettstreit. Die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn man sich amüsiert, so sagt man. Gerade noch rechtzeitig erreichen wir die letzte Fähre zurück nach Irland, wie die Bewohner von Tory Island das ca. 11 Kilometer entfernte Festland nennen. Wir werden diesen Tag noch lange in Erinnerung behalten.